Da ist der Gang. Und da wollen wir hin. Herzlich willkommen zurück. Dann schauen wir doch mal, was wir letztes Mal hier haben liegen lassen. Die Türen funktionieren jedenfalls nicht so gut. Und scheinbar haben wir eine Taschenlampe. Natürlich praktisch. 13, 14. Was ist das für ein Geräusch? Hätte auch noch irgendjemand davon hier lebt noch, ne? Überraschungsangriff hier, als ob. Mädels. So nicht. Und das ganze Blut hierher. Das war ich aber nicht. So, Hacken. Hacki, Hacki. Wir haben nicht getroffen. Ich habe ja wohl getroffen. Also. Puh. Okay, ich hab. Ja, ich war's nicht. Lass mich in Ruhe. Nein. Blöden Bots. In dem Fall. Ich kann gar nicht wissen, dass ich hier bin. Ach, komm schon, da kommt noch wer. Ich brauche meine ganzen Sachen hier. Jetzt stirbt bald. Ich hab keine... Alter, kein Treibstoff mehr. So, jetzt aber nochmal. Jetzt ist es richtig hier. Ich krieg's halt nicht hin. Wobei. Ein Verbandskasten. Hey, das ist ja super. Das sind schon hübsche Leute, ne? Da zählen schon alles hübsche Leute. Okay, hier ist nichts weiter. Fallen nieten. War ich das? Habe ich denn mit den Falschen? Ja, mit den Falschen geschossen. Ah. Aber wir haben nur noch 18 normale Nieten. Und gar keine schweren mehr. Die haben wir alle schön rausgeballert. Sie wusste doch, irgendwer steht hier wieder auf. Dass das eine war, die vorher noch gar nicht da war? Gut, da hätte man natürlich drüber streiten können. Okay. Mal gucken, ob sie wirklich tot sind. Da sollen wir hin. Das ist dumm gelaufen, ja. Das tut mir ja fast leid. Gucke nochmal. Der ist leer. Ach ja, Film. Hab ich mir vergessen. Der Kinderräuber ist im Hotel, Brüder und Schwestern. Er will mich holen, damit er an Eleanor herankommt. Blechdaddies kennen keine Schuld. Blechdaddies fühlen keinen Schmerz. Aber wir sind die Familie. Und wir können ihn lehren, Schmerz zu empfinden. Merkst du dir gleich welche? Und mit dem Mist. Saufi machen. Saufi, Saufi. Oh, bisschen viel Saufi, Saufi. Upsi. Wie schwiebst? Gott. Ja, das ist schön. Das ist schöne Bilder. Mm, von oben. Dass es überhaupt erlaubt ist, Bilder von oben zu haben hier. Wenn das der Ryan sieht. So, da hinten sollen wir lang. Hier gucken wir nochmal um die Ecke. Was ist so ein Telefon? Schrotflinte. Und nachher, was kann man da anpipseln, aber das war nur die Schrot, die da lag. Good news! Gut. Das sind. Huch! Keine Früchte. Teddybärenfrüchte. Hier ist nix. Oh, part of the people. Hat nicht geklappt, ne? Kommen wir denn da hin? Gut. Irgendwas will uns hier umbringen? Das finde ich nicht so gut. Natürlich
Natürlich trifft er uns. Kommen wir hier durch? Ja, wir haben ja keinen mehr. Ich vergaß, verdammt. Ich will da hin. Aber da ist noch eine Tür. Da kommen wir wahrscheinlich erst später hin. Wo läuft denn der hin? Hi. Gern geschehen. Hä? Haben wir hier nicht? Nein, haben wir nicht. Sieht genau aus wie eine andere Küche. War ich gerade kurz verwirrt? Boah, ihr freundlichen Leute hier. Hallo Gott. Einfach da hinsetzen und warten, bis ich um die Ecke komme. Da, da hinter Tür. Ich will da durch. Vergehen gehechtet. Durchaus. Komm, das ist ein klappriger Holzschrank. Also wirklich. Liebes Spiel, das muss aber eigentlich funktionieren. Würde ich mal behaupten. Hm. Ich will an den Power to the People dran. Warte kurz. Ein B haben wir bekommen. Gefrieren der Bohrer. Lass deine Gegner mit Gefrierbohrer in der Kälte stehen. Wieder einen von denen, die wir nicht benutzen können. Also weg damit. Meinungsaustausch, ja. Mag sie nicht. Erzeugen sie mich. Überzeugen sie mich vom Gegenteil. Was ist denn jetzt hier? Blut trennt uns, Monster. Es ist das Blut, das uns zu Fremden macht. Aber dank Dr. Lam sind wir jetzt alle eine Familie. Ein Volk. Ein Ziel. Hier kommen wir her, ne? Du kannst dieses alte Herz anhalten und diesen alten Körper ausbluten lassen. Aber die Familie kannst du nicht zerstören. Und du, Blechdaddy, du stirbst ganz allein. Ach, das war der. Ich sollte mich eigentlich nicht freuen, dich leiden zu sehen, Monster. Aber ich bin nicht so heilig wie die Frau Doktor. Ich freue mich eben, wo ich kann. Ja, ich mag sie nicht. Geht das noch wem so? So Treibstoffeffizienz im Bohrer. Hm. So aus jüngsten Geschehnissen heraus wäre das gar nicht so schlecht, ne? Nur für die Schrot. Ja, geil. Und Bauerschrot. Da viel. 6 sogar. Uhuhu. Freunde. Jetzt wird wegrasiert. Sehr gut, wir haben das Power to the People Ding. Hat unser Geschütz übernommen. Lass mich lösen, du dreckiger! Düp, 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 düp. Wir sollen da hoch, ja? Okay. Ich vor dem Wasser erschreckt. Gen-Upgrades. Das ist ganz schön, aber ich hätte gerne mal ein Gatherer's Garden. Wie sieht's denn hier aus? Ein paar schwere Nieten. Wir haben eh schon wieder fast voll Geld. Machen wir jetzt auch nicht die Mühe, immer zu hacken. So gut durchgekommen mit allem. Das kriegen wir schon hin. Hm, Wasserfall auf den Stufen. Ja,
Werbung für den Film Der schwarze Traum. Experimenteller Film. Okay, hier oben ist nicht viel. Doch, mal drin. Komm, so schwer bin ich auch nicht. Profite kommen, Profite gehen. Ich bin ja an sich ein bescheidener Mensch. Aber die Masche mit den Spritzenteilen ist schon einsame Spitze. Irgendein Blödmann von hier kauft mir eine Schachtel Einzelteile für Injektionsspritzen ab. Für das Doppelte, was der Krempel wert ist. In seinem Rattenloch baut er alles zusammen. Ich kaufe das fertige Produkt für 10 Cent zurück und kassiere dafür einen Dollar von Ryan. Profite kommen, Profite gehen. Der alte Andy labert was von der großen Kette. Ich habe Leute, die blechen noch dafür, dass diese Kette mich reich macht. Er hat sich auch nur die sympathischsten Leute angelacht hier, ne? Der gute Ryan. Schicke Schmetterlingsmaske. Hat ja eine Vorauswahl getroffen für Leute, die überhaupt dazu in Frage kämen, hier reinzukommen nach Rapture. Und scheinbar hat er einen ganz, 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 ganz furchtbaren Menschengeschmack. Oh, wir sind weiter geradeaus, würde ich vermuten. Dann gucken wir hier nochmal rein. Heilmittel macht das eigentlich? Ja, ein bisschen Gesundheit wieder. Die fahren wir voll. No, da ist eine Katze drin. Arme Kuh. Arme Katze. Er ist hier nicht. Andrew Ryan hat mir erzählt, in Rapture wäre es nicht wichtig, wo man herkommt. Blödsinn! Als die Zeiten härter wurden, kochten unsere ganzen Vorurteile wieder hoch. Aber Dr. Lamb hat uns gezeigt, dass wir alle eine Familie sind. Jenseits unserer Hautfarbe, jenseits unseres Standes, jenseits unseres Namens. Kann erzählen, was sie will. Ich möchte so eine Big Daddy Plüschpuppe. Die ist irgendwie süß. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Schraubenzieher im Auge, aber grundsätzlich. Wie süß. Wir haben schon wieder keine Verbandskästen mehr. Was ist denn heute los? Auch so viele Verbandskästen. Aber jemand sehr traurig. Hinten wieder raus, ne? Genau, da waren wir gerade. Da ist jemand sehr traurig. Okay. Das habe ich doch Hecken gesagt. Wollte ich gar nicht. Ja. Hat auch wieder nicht funktioniert. Heute sollten wir einfach nicht hacken. Heute ist hackfreier Tag. Hack leider auch. Hackfrei. Manchmal braucht der Kopf, das Gehirn ein bisschen länger, um sowas zu verarbeiten. Wir erschrecken mich jedes Mal wieder. Wie sieht's denn aus? Wir haben noch 4 Pfeile, das passt schon. Hi! Ohne Blau? Ja, aber Nummer sicher heute. Heute gehen wir auf Nummer sicher. Ja, wir können Schrott nicht mehr mitnehmen. Vielleicht können wir gleich, wenn wir ihn da das Stück gereicht haben. Komm noch durch. Er geht mir leicht auf den Keks, ne? Wir sollten ihm bald mal das Taschentuch reichen. Oh, praktisch! Flammenwerfer in der Küche. Der grillt uns nicht. Aber nein, das funktioniert. Kein Problem. Oh nein, nicht so einer. Miep. Warte, den sollte ich filmen. Hi. Aua. Warte kurz. Ich stehe in der Wand. Aua.
Er ist gleich tot. Ein A sogar. Hm. So, jetzt haben wir wieder Platz für Nieten. Wo war der nochmal? Immerhin. Nicht genug. Die verbraucht, aber das funktioniert schon. Wie gemein. Ich war voll die Arsche hier. Lockvogel und so. Schmetterlinge. Überall Schmetterlinge? Eine 3? Oder ist es einfach nur... Ein bisschen aus, so wie eine 3, ne? Ist aber, glaube ich, nicht beabsichtigt. Haben wir alle, ja. Essen und trinken. Ausgestopfte Schmetterlings. Der Morphorete nur prallt vom Glas ab. Ich falte diese Papierfiguren als Geheimabzeichen für die Gläubigen. Die Raupe des Morphoretenor verpuppt sich nicht. Ihr wächst eine innere Schutzhaut vor der Metamorphose. Er ist wie wir. Den Schmetterling zu tragen heißt Dr. Lam und die Familie zu unterstützen. Bald schon wird Rapture seine Flügel entfalten und hochfliegen. Die Zeit der Reife naht. Oh, das geheime Geheimzeichen. Eigentlich gar nicht so geheim ist, wie ich finde. Aber er hat sehr oft dieselben Schmetterlinge. Also ihm scheint das Papier ausgegangen zu sein. Oder, wenn das echte sein sollen, dann, ja, ist er ein sehr schlechter Sammler. Die sind echt aus Papier? Warum bewegen die sich da? Die echte Schmetterlinge? Die sind definitiv nicht aus Papier. Außer er ist doch fortschrittlicher, als ich dachte. Gegner alarmiert. Ah. Ich höre nicht mal den Alarm. So, da waren wir gerade drin. Wir sollen halt hier lang. Da ist aber jemand ganz schön gewütet. Gucken wir nochmal hier drunter. Gracies Zimmer ist gleich da vorne. Sie war ja nicht gerade freundlich zu dir. Ich werde also nicht versuchen, dir vorzuschreiben, wie du ihr den Schlüssel abnehmen sollst. Oh. Aber sie ist alt. Und der Hass auf dich basiert auf einem Missverständnis. Also die Frage ist, knallen wir sie ab, oder tun wir es nicht? Oh oh. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist das zweite Mal, dass ich das Spiel hier spiele. Ich erinnere mich gerade an nichts mehr. Ich habe mich vorhin schon gefragt, hast du diese Stelle überhaupt gespielt? Also ich habe das Spiel beendet, also ich muss schon mal hier gewesen sein, aber ich weiß gerade nichts mehr. Ich gerade mich überlegt habe... Ob ich sie quasi verschont habe oder nicht. Rühr mich nicht an! Ich weiß es nicht. Warte kurz, ich muss. Ein solides B. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich sie getötet habe oder nicht. Wenn das die Info, der Info gerade war. Ich weiß es nicht. Ach, jetzt sind wir hier. Okay. Wir haben einen etwas anderen Weg durch die Apartments genommen, als das wahrscheinlich so vorgesehen war. Hier kommen wir aber nirgendwo rein. Also wir können nur auf direktem Weg die Dame besuchen. Ja, wobei, da drüben ist Loot. Das können wir leider so nicht stehen lassen. Aber das, guck mal, die schweben doch auch hier dumm rum. Also es gibt auch echte blaue Schmetterlinge. Wahrscheinlich meint er die, die er überall an die Wand geklebt hat. Info. Und so sind's 100. So einfach geht das. Ich zahle Sinclair ein paar Kröten für eine Ladung Spritzenteile und Nadeln. Abends schraube ich alles zusammen, während ich nebenbei Radio höre. Dann verkaufe ich Sinclair alles für das Doppelte zurück. Echt gutes Geschäft. Ein paar Nadelstiche holt man sich. Aber sonst kein Grund zur Klage. Bald bin ich wieder ganz oben. Danke, Mr. Sinclair. Du Trottel. War das nicht gerade aus der anderen Perspektive gehört? Wer hat denn jetzt hier wen übers Ohr gehauen? Anscheinend sind sie sich nicht sicher, aber sie waren beide glücklich mit dem, was sie getan haben. Also von daher können wir nicht mal meckern, oder? Alle waren glücklich. Der Ryan bestimmt auch. Oh oh.
Sie, Holloway. Na dann, ich weiß es nicht. Ich will sie. Grundsätzlich will ich sie eigentlich gar nicht töten. Im Gegensatz zu Sanders damals, der mir richtig unsympathisch war. Die Dame ist einfach nur so ein bisschen Muttergefühl fehlgeleitet. Ich weiß es nicht. Wir sterben beide heute Nacht, Monster. Ich, weil es deinesgleichen im Blut liegt, zu töten. Und du, weil die Familie nicht zulassen wird, dass du mit dem Schlüssel lebend hier rausspazierst. Eleanor's Room. Keep out, keep out, keep out. Keep out, keep out. Schau mal was. Scharfer Beobachter. Ja, das brauchst du ein Kleinkind natürlich. Mache deine Forschungen effizienter mit scharfer Beobachter. Führe Analysen durch, wie du sie nie für möglich gehalten hättest. Würde mich grundsätzlich interessieren. Ich frage nur, was nehmen wir da voraus? Hackers Delay? Oh Gott. Gerade hacken. So eine runde Mathe. Wie sieht's aus? 2 PN? Oder RNs? Da oben ist immer RN. Gleich 4. AN2 ist gleich 2? Ich hab keine Ahnung. Bin schon raus. Teddy! Oh! Und das ist süß! Bis 7 Jahre alt hat sie hier gewohnt. Oder zumindest war sie öfter hier. Was ist denn für ein Motiv? Einfach nur Farben? Verrückt. Na, no, mit Mutti. Wäre hier nicht so eine Bekloppte, dann wäre das richtig niedlich. Aber leider ist sie eine Bekloppte. Aber sie hat zumindest hier die Dame hat das echt schick eingerichtet. Na gut, dann finden wir mal ihr Versteck. Ich denke mal, der werte Pfeil wird dann schon darauf hinweisen. Vielleicht kommen wir ja wirklich dadurch, ohne sie zu töten. Oh, ein leeres Haus. Ist doch einer. Nur ja. Ein Echo bleibt mir noch. Eleanor, Liebes, wo bist du? Ich habe mich kurz umgedreht und jemand hat dich mitgenommen. Es ging alles so schnell. Ich bin noch nicht mal eine Rabenmutter für dich. Ich konnte dich nicht beschützen. Dieses Plakat von ihr in meinem Zimmer starrt mich an, als wüsste es, wie sehr ich mich schäme. Ich habe immer zu deiner richtigen Mutter gehalten, Eleanor. Und habe ihr immer meine Geheimnisse anvertraut. Aber ich habe dich verloren. Was wird Dr. Lamb jetzt von mir denken? Achso, sie denkt jetzt, ich bin gekommen und hab Eleanor mitgenommen. Waren wir nicht jahrelang tot? Wie sollen wir Kinder gemobst haben, wenn wir tot waren, weil Madame ihre eigene Tochter wieder hatte? Achso. Im Kleiderschrank, klassisch. Weil das ist der Kleiderschrank. Ist aber auch einer. Also. Long. Okay, geht nicht. Schön hat es. Ich weiß schon, was du willst. Nur zu, hol's dir. Ich will nicht, dass du mich berührst. Dr. Lamb hat damals mir, ihr Kind, anvertraut. Ich habe alles getan, aber die kleine Eleanor verschwand. Und dann, eines Tages, sehe ich sie mit dir herumlaufen. Sie sieht krank aus. Und als ich sie in den Arm nehmen will, schlägst du mich zusammen. Brichst mir den Kiefer. Ich bin bereit, Babyräuber. Komm rein und bring es zu Ende. Also nur mal als Vermutung, so wie ich mich kenne, habe ich sie damals nicht getötet. Warum juckt es mich gerade darin, sie zu töten? Es ist deine Entscheidung, Freund. Gracie ist unbewaffnet. Überleg selbst. Ich muss hier mal ganz kurz einen Speicherpunkt machen und einfach mal gucken. Also ich werde sie jetzt wahrscheinlich nicht töten. Ah, oh, es geht das wieder los. Maximale Speicherplätze erreicht. Nehmen wir noch die ganzen aus dem letzten. Dann würde ich hier vorne wieder anfangen. Dass ich einfach später nochmal gucke, was passiert, wenn ich sie töte. Aber ich kann nicht. Weil sie tötet sich schon selber mit ihrem Gerauche hier. Was ist los? Mach schon, du gottverdammtes Monster. Tu, was du immer tust. Na los!
Ein bisschen reizt sie mich, ne? Aber ich kann nicht. Das geht nicht. Okay, wartet. Wir machen mal Experiment, ja? Speicher nochmal. Das ist der älteste, ja, ne? Oder ist das jetzt der? Ne, 6. 1644 ist jetzt gerade. Nehmen wir mal den. Ich nehme immer zur selben Zeit auf, wie es aussieht. Einfach nur mal zum Gucken. Vielleicht kriege ich ein Achievement. Lade aber, glaube ich, wieder. Ich glaube, ich kann das nicht. Ta-ta-ta. Ich habe Verständnis für deinen Überlebensinstinkt, Chef. In Rapture lockt ein blutendes Herz nur die Haie an. Und jetzt zurück und die Bahnstation freigeschaltet. Eleanor wartet. Wahrscheinlich hat das total die Auswirkungen. Auch wenn ich Eleanor treffen sollte. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht immer speichern. Das wäre nichts Neues. Das habe ich schon oft genug geschafft. Weil ich kann nicht. Sie ist ja nicht ganz frisch im Kopf. Aber beim Sanders war was anderes. Den habe ich mit Vergnügen weggeballert. Aber nicht sie, oder? Ich meine, sie denkt immer noch, dass wir ihr Kind geklaut haben. Ihr Adoptivkind. Dabei war es eigentlich die Lamp selber. Darum drehen wir um und gehen. Dann geh doch zum Teufel. Los! Ja, ich gehe zum Teufel. Du hast mehr Größe als ich, Chef. Vielleicht überlegt sie sich in Zukunft zweimal, ob sie Leute verdammt, bevor sie alle Fakten kennt. Jetzt aber los. Eleanor wartet. So grundsätzlich macht es erstmal nichts aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das auf Dauer Auswirkungen hat. Mein Leben lag in deiner Hand. Und du gehst einfach. Ein Monster hält nicht die andere Wange hin. Kein Monster tut das. So handelt nur ein denkender Mensch. Na, guck mal an. Ich weiß, dass Dr. Lamb keine Lügnerin ist, aber ich glaube, sie täuscht sich in dir. Ich finde es nicht mehr richtig, dich in den Hinterhalt laufen zu lassen, der draußen auf dich wartet. Ich kann die Familie nicht zurückrufen, aber ich kann ein wenig flüstern und deine Chancen verbessern. Ja, ich weiß schon, warum ich es nicht kann, sie umzubringen. Okay, das heißt, wir werden noch ein bisschen Feuergefecht machen. Und dann dürfte sie das für die Folge auch erledigt haben. Diese Vögelchen sind Spezialanfertigungen von einem alten Freund. Das ist leider alles, was ich für dich tun kann. Das Erste. Da mach dir keine Gedanken, das kriegen wir hin. Aua. Was für Vögelchen? Meint die? Na, wir gucken mal. Wer baut denn da? Warte mal. Nee. Warte mal. Auto hinten. Bitteschön. Ein bisschen dramatische Musik. Ziemlich dramatische Musik. Jungs, ihr seid mein Weg. Vielen Dank. Habt ihr gut gemacht. Sie lebt noch. Hab da nicht gut gemacht. Ein B. Was ist hier eigentlich? Ein Sicherheitstor zum Fahren. Okay. Kann man machen. Waren wir eigentlich jetzt hier hinten? In Claire Deluxe. Ja, da waren wir drin, ne? Ach, das ist ja auch so. Alles klar. Wir haben mal zwei Wege für nach Rom. Wir haben mal freundlich begrüßt. Warte kurz. Habe ich getroffen?
glaube, ich habe getroffen. Ah, diese dramatische Musik. Was ist da los? Oh Gott. Wieder so ein kleiner. Ich lass ihn mal hierher kommen. Den filmen sollen. Hab's wieder vergessen. Tagebuch. Der Stärkste überlebt. Das ist das Gesetz im Grub. Diese Trottel sehen einfach das Potenzial nicht in übrig gebliebenen Spuren von Sports Boost oder Körperpanzerung. Nein, nur ein bisschen was los. Für den Aufbau von Muskelmasse und Dichte. Da ist jede Menge Musik drin. Erster Test meiner neuen Formel. Testsubjekt. Hartwig Leo. Also. Er hat sich das selber gespritzt, habe ich das richtig verstanden? Und das ist ihm nicht ganz so gut bekommen? Habe ich das richtig verstanden? Da sollen wir hin. Da hinten war doch auch noch jemand. Da ist noch Eve, aber da kommen wir nicht dran. Ein Gatherer's Garden. Kommt doch bestimmt mal kurz dran. So, Plasmid-Slot. Gentonika. Sehr gut. Nein, nicht gut. Hypnotisieren Sie Ihre Gegner. Viel Spaß, wenn Sie sich gegenseitig bekämpfen. Wobei, nicht ganz schlecht. Ganz schlecht so. So, eben gekauft das Slot. Wir haben nichts mehr. Okay. Dann haben wir jetzt einen übrig. Ein Gentonika-Slot. Und dann nehmen wir rein. Verringert die Dauer von Kameraalarmen. Frierst die Gegner ein. Und deine Bohrer-Angriffe können das Ziel gefrieren. Dein Bohrer bewirkt mehr Schaden, wenn du ihn drehst oder schwingst. Jedes Mal, wenn du hackst, erhältst du ein wenig Gesundheit und Eve. Nehmen wir den. Nehmen wir den. Haben wir den genommen? Eve Upgrades, Electro Bolt 2. Diese 2. An sich nicht schlecht, ne? Wir nutzen den ja ganz gerne. Schocke mehrere Gegner gleichzeitig. Halte rechts gedrückt, um einen Kettenblitz aufzuladen. Betäuben Sie Ihre Gegner länger. Ideal zur Erzeugung von Kettenblitzen. Sympathisch. Nehmen wir mit. Okay. Dürfte sich erledigt haben. Wird zu cool, zum nächsten Plasmid zu wechseln? Ach so, weil ich das neue ausgerüstet habe. Das ist wieder so ein schöner Glubbelball. Okay, aber ich muss dann mal, liebe Musik, die Folge beenden. Wäre super, wenn du mal dich beruhigen könntest, ganz kurz. Sieht aber nicht so aus. Dann gehen wir noch mal einmal hier ums Eck. In die Richtung sollen wir. Dann müssen wir was sammeln. Geh zurück zur Bahnstation, mein Junge. Aber die Bahnfahrt will ich aufs nächste Mal verschieben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach mal eben funktioniert. Und da kommen schon mal die nächsten Gegner. Also bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.